Mit Volker Hellmeyer von der Bremer Landesbank. Herr Hellmeyer, erstmal einen schönen guten Morgen. Die FED zeigt sich also verunsichert, was die Zukunft anbelangt, hier auch was die Konjunktur anbelangt in den USA. Auch wenn man sagt, so endgültig kann man es noch gar nicht einschätzen, welche Auswirkungen dieser fallende Ölpreis und auch hier die Turbulenz an den Finanzmärkten haben. Wird es Auswirkungen haben auf die Zinspolitik der FED? Ich bin der festen Überzeugung, dass es Auswirkungen haben wird. Wir haben letztes Jahr hier immer wieder in den Interviews betont, es gibt eventuell ein Zinswändchen, keine Zinswende. Und ich teile nicht vollständig den Verweis des Offenmarktausschusses auf die internationale Situation, sondern es ist auch sehr stark ein endogenes Problem der US-Wirtschaft. Wir sind im Bereich des produzierenden Gewerbes, wenn Sie mal den ISM-Index als Frühindikator nehmen, den Einkaufsmanager-Index für den Sektor Produktion, im Bereich der Rezession, die Auftragseingänge sind auf dem Niveau von 2012. Das ist die Produktion von morgen. Die Lager sind so gefüllt wie noch nie zuvor. Der Absatz im Großhandel ist aber auf dem Niveau von 2013. Das heißt, im Bereich Produktion bewegen wir uns im Bereich der Rezession und von daher war diese Zinserhöhung im Dezember ohnehin fragwürdig. Und das Thema Konsum ist in den USA auch gestresst. Gestresst deswegen, weil die Konsumverschuldung 30% nominal höher ist als 2008 vor Lehman und die mittleren Löhne nur um 6% in etwa seitdem gestiegen sind, also mehr Leverage. Vor diesem Hintergrund, denke ich, ist das Ganze, ist der Verweis auf die internationale Situation eher ein Versuch, die USA aus dem Fokus der Krisenwahrnehmung herauszunehmen. Und am Ende heißt es für mich, dass diese Sitzung Ausdruck ist und auch dieses Protokoll Ausdruck dafür ist, dass es ein Zurückrudern gibt bezüglich der weiteren Zinspolitik und der weiteren Zinserhöhung. Ganz im Gegenteil, es stehen ganz andere Themen auf der Agenda. Der Markt hat sich auch sehr darüber gefreut, aber gestern im späten Handel schon gesehen, dass der DAX nochmal eine Schippe draufgelegt hat, gleich um 20 Uhr, als die Meldung rauskam. Wieso jetzt dieser schnelle Wandel? Denn im Dezember war man noch äußerst glücklich, dass diese Zinswende oder das Zinswändchen überhaupt kam. Also nehmen Sie am besten den Fed-Gouverneur von der St. Louis Fed, Herrn Bullard, der vor 4 Wochen noch von 4 Zinserhöhungen sprach und der jetzt quasi sich vollständig gedreht hat. Ich glaube einfach, dass wir hier eine Situation haben, wo die US Federal Reserve sich so vorfestgelegt hat, dass sie einmal liefern musste, aber jetzt eben auch der veränderten Lage, auch gerade bedingt durch die Unsicherheit an den Finanzmärkten und wir wissen, die USA ist eine Wirtschaft, die von der Bewertung von Vermögensgegenständen noch abhängt, ganz anders als in China, dass man dem Rechnung tragen muss und das wird eben jetzt deutlich. Der Markt, wie gesagt, hat sich sehr gefreut darüber. Der DAX lag nochmal kräftig angesprungen, auch heute über die 9.400-Punkte-Marke gesprungen. Kann man schon von der Trendwende sprechen beim DAX? Also Trendwende können wir nicht sagen. Da müssten wir deutlich wieder über die 10.000 Punkte gehen. Wir sind technisch gesehen in einem Abwärtstrend, aber ich gebe im Moment nicht ganz so viel auf Technik, weil im Endeffekt der Anlagenotstand im ersten Quartal 2016 stärker ist als der Anlagenotstand, den wir im letzten Jahr im ersten Quartal gesehen hatten. Da war der DAX bei 12.400 zum Tiefpunkt jetzt. Der DAX-Stände um die 8.700 Punkte herum hatte Daimler-Benz als Beispiel eine Dividendenrendite von mehr als 5%. Also wir haben hier eine massive Übertreibung auf der Unterseite gesehen in einer Phase eines Anlagenotstands, der uns länger beschäftigen wird, als wir uns das heute vorstellen. Ergo sehe ich gutes Potenzial, dass diese Bodenbildung, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, durchaus ein gutes Fundament hat und dass wir von hier aus weitere Aufwärtsbewegungen sehen. Aber um den Trend jetzt rein aus der technischen Definition heraus zu drehen, müssen wir nochmal deutlich über die 10.000 gehen. Aber ich bin im Moment sehr, sehr zuversichtlich, dass das Gesamtbild sich hier verstärkt. Und ich darf Ihnen eins sagen, wir bekommen ja auch manchmal anekdotische Evidenz aus anderen Regionen der Welt, die für die Weltwirtschaft elementar sind, beispielsweise aus China. Und was wir da in Hintergrundgeräuschen hören, ist im höchsten Maße erquicklich. Jetzt wollte ich gerade genau auf Asien eingehen, denn wir haben ja gestern auch schwache Konjunkturdaten wieder gehört. Auch aus Japan mit den Exportzahlen, die deutlich schwächer ausgefallen sind als erwartet. Warum ist das gerade kein Thema mehr an den Märkten? Ich glaube, Märkte sind gut beraten, sich die Export-Import-Daten auch mal unter einem anderen strukturellen Vorzeichen anzusehen. Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, und das ist ganz elementar, um zu erklären, warum wir im internationalen Handel eine unterproportionale Performance haben. Was wir gesehen haben in den letzten Jahren ist, dass die internationalen Großkonzerne ihre Produktionsstätten verlagern, dorthin, wo auch der Absatz ist. Das heißt, wo früher aus Deutschland oder sonst wo exportiert worden ist, findet jetzt eine Reallokation der Produktionsstätten statt und dadurch erleben wir, dass der internationale Handel eben nicht mehr so dynamisch wächst oder in Teilen auch mal zurückgeht.
Das nächste ist, wir müssen natürlich auch bei Importen, Exporten die BES der Rohstoffpreise sehen. Sind das jetzt Mengeneffekte oder sind es Preiseffekte? Zu großen Teilen sind es auch Preiseffekte, gerade wenn wir nach China schauen. Wir tun so, als würden wir immer noch in der Welt von 2008, 9 oder 10 leben. Bei vielen Ökonomen und Analysten, die machen ihre Hausaufgaben nicht. Wir haben strukturelle Veränderungen, die die Grundlage sind, warum diese Daten nicht die Erwartungen erfüllen, die sie vielleicht 2010 noch erfüllt haben. Ein anderes Thema. Neben Asien ist ja auch der Ölpreis, der den Märkten zu schaffen gemacht hat. Dieser sinkende Ölpreis, auch wenn das ja eigentlich keine große oder keine schnelle Bewegung war, sondern der ist ja kontinuierlich gefallen, der Ölpreis. Jetzt wird natürlich auch groß gejubelt, wenn der Ölpreis mal wieder ansteigt. Was erwarten Sie zum einen von den OPEC-Staaten? Wird eine Drosselung kommen? Und zum anderen, ist diese Abhängigkeit vom Öl wirklich gerechtfertigt gerade? Also auch hier sage ich, der Ölpreis ist kein Konjunkturindikator mehr, weil wir einfach eine Veränderung der Angebotssituation gesehen haben. Bleiben wir ganz nüchtern. Im letzten Jahr hat es pro Tag eine Steigerung der Ölnachfrage gegeben um 1,8 Millionen Barrel, obwohl wir gleichzeitig viele fossile Brennstoffträger durch alternative Energien ablösen. Das muss man auch sehen. Also auch da eine strukturelle Veränderung und trotzdem Zunahme um 1,8 Millionen Barrel pro Tag. Also können wir schon mal sagen, wenn wir die Nachfragekorrelation uns ansehen, also Ausdruck von Konjunkturschwäche ist es nicht. In diesem Jahr wird unterstellt, bei weitergehender Veränderungen in Richtung alternativer Energien, dass nochmal die Nachfrage um 1,2 Millionen Barrel pro Tag steigen wird. Ergo, ich kann in der Ölnachfrage nicht erkennen, dass wir hier Konjunkturprobleme haben. Es ist ein Angebotsproblem und jetzt die Antwort auf Ihre Frage, ja, das Angebot wird angepasst. Es wird insbesondere angepasst über die Länder, die nicht produktiv sind, wo die operativen Kosten nicht gedeckt werden. Und wir brauchen bei Shale einige wenige Ausgaben, gibt es da, und Fracking, in etwa $50 pro Barrel Öl, damit dieses Geschäft nachhaltig ist. Was wir sehen werden, ist, dass die USA als der größte Anbieter jetzt in den letzten Jahren, die das Angebot wirklich deutlich hochgefahren haben, dass es von der Seite Rückgänge gibt auf der Angebotsseite. Gleichzeitig bin ich fürs zweite Halbjahr sehr zuversichtlich, dass die Nachfrageseite positive Impulse setzt. Und ich hatte eben schon über China gesprochen. Das Thema Seidenstraße, Aufbau der Infrastruktur Eurasien wird mittel- und langfristig noch einmal einen Schub bei der Rohstoffnachfrage liefern. Also ich bin für Rohstoffe insgesamt und auch Energie vor diesem Hintergrund. Rückläufiges Angebot, insbesondere aus den USA, weniger aus den OPEC-Ländern. Da sehe ich eher Stabilität und auch bei Russland auf dem aktuellen Niveau bei steigender Nachfrage, dass wir eine positive Tendenz im zweiten Halbjahr spätestens im Bereich der Rohstoffe sehen werden. Auch vor dem Hintergrund dann der Nachfragesteigerung aus Eurasien. Um das Ganze mal rund zu machen und mich auch messbar zu machen, ich erwarte, dass wir mindestens Ölpreise im vierten Quartal sehen werden von $50. Wir reden hier über die Nordsee. Sorte brennt. Also da erwarten Sie steigende Preise. Abschließende Frage, wie soll man sich jetzt verhalten? Sie haben schon von Anlagenotstand gesprochen, der auch noch länger anhält, als man jetzt vielleicht denkt. Das heißt, es gibt keine Alternative zur Aktie weiterhin? Absolut, und ich möchte es nicht nur jetzt bedingen sagen durch den Anlagenotstand. Das verdeutlicht nochmal, im Endeffekt ist die Aktie ja die neue Anleihe. Ob die Dividendenrendite jetzt 2, 3 oder 4% ist irrelevant. Es ist eine absolute Outperformance gegenüber den Anleihen mit guter Bonität, die jetzt zu erwerben sind. Der nächste Punkt ist, früher oder später, das kann keiner genau sagen, aber Richtung 2017 erwarte ich das sehr wohl, wird Inflation anziehen. Und in dem Moment sind natürlich auch Aktien, gute Aktien, Inflationsschutz, weil die Bilanzsummen und am Ende auch die Gewinnausweise mit der Inflation anziehen. Und bezüglich der aktuellen Dividendenrendite, wenn es um Geschäftsmodelle geht, die unverzichtbar sind, plus dem Inflationsschutz, halte ich die Aktien auf dem aktuellen Niveau nach der Korrektur von 12.400, den Höchstkurs im letzten Jahr, nach wie vor attraktiv und sehe auch weiteres Potenzial nach oben. Vielen Dank, Volker Hellmeier von der Bremer Landesbank. Ihnen schönen Tag heute. Danke.